Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA Karriere mit Energie Cottbus. Es kam jetzt die letzten 1, 2, 3 Tage, glaube ich, sogar gar kein Video. Ihr merkt es auch schon an meiner Stimme, ich habe mir wieder irgendwas eingefangen. Ich war am Wochenende in Köln, wir hatten da unseren ersten Live-Auftritt mit dem Podcast Forsten rettet und gerne auschecken, falls ihr noch nicht kennt. Und da habe ich irgendwie wieder was eingefangen. Ich bin jetzt schon wieder auf dem Weg der Besserung, aber ich dachte, komm, jetzt setze dich heute hin, auch wenn die Stimme noch nicht ganz wieder da ist und nimmst mal wieder 1, 2 Videos auf und ich würde genau sagen, das machen wir heute. Wir sind sehr, sehr gut unterwegs in der zweiten Bundesliga in der dritten Saison und wollen natürlich endlich aufsteigen und wir starten jetzt rein mit einem Spiel gegen den FSV Frankfurt. Anscheinend haben wir da Börner hinverkauft, habe ich gerade gelesen. Börner, der Abtrünnige, steht da. Ich glaube, das wird aber simuliert. Das ist heim, die sind auf der 15, also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist mal wieder so ein bisschen reinkommen, ist wieder eine Woche her. Ihr kennt das Ganze, ne? Also wahrscheinlich werden die ersten selbstgespielten Spiele wieder bodenlos. Falcinelli hat eine rote Karte, das ist kein Ding. Dann kommt Rabiot rein. Falcinelli mittlerweile Rabiot auch einfach überholt. Das ist natürlich auch geisteskrank. Komm, machen wir mal Dominic Kor auf die Auswechselbank. Und ansonsten lassen wir unsere beste Elf spielen, würde ich sagen. Gucken mal rein, was da die Simulation so bringt. Hoffentlich einen Sieg. Einen Sieg. Lukaku und Goretzka 2:0. Wundervoll. Wie gesagt, diese Spiele müssen wir auch gewinnen mittlerweile mit der mit dem Rating, was unser Team mittlerweile am Start hat. Ihr seht es gar nicht oben, wir sind aktuell Tabellenerster mit 27 Punkten. Das ist wundervoll. Spielen als nächstes gegen den VfR Aalen, die sind auf der 17. Auch wenn das ein Auswärtsspiel ist, würde ich sagen, spielen wir das trotzdem mit der Simulation. Falcinelli hat gesagt, er möchte auf jeden Fall spielen. Das ist kein Problem. Dann packen wir den mal wieder rein, würde ich sagen. Nehmen dann mal Goretzka für ihn raus. Der ist ja auch krass. Also ich glaube, der ist auch mit am meisten wert tatsächlich in unserer Elf. Müssen dann nochmal schauen, ob wir vorne nochmal ein bisschen durchwechseln. Wir können natürlich auch nochmal Kostic spielen lassen. Wir können auch nochmal Dux für Füllkrug spielen lassen. Und vielleicht auch Serge Gnabry auf der rechten Seite. Aber Sterling hat eine 74. Also den brauchen wir, glaube ich, schon für die Simulation. Ansonsten sieht das Ganze gut aus. Machen wir es, glaube ich, so. Jetzt bin ich ein bisschen heller. Ich habe gerade das eine Licht vergessen anzumachen. So, nee, wir wollen natürlich nicht beenden. Nächste Partie, Spiel simulieren gegen den VfR Aalen. Junglas ist da rot gesperrt. Wie gesagt, wir haben ein bisschen rotiert, aber das sollte eigentlich trotzdem kein Problem sein. Ist es auch nicht. Falcinelli und Duxch mit den beiden Toren 2:0. Sehr, sehr schön. Wir haben einfach mittlerweile diesen Punkt erreicht, wo wir die Simulation easy gestalten können. Deswegen würde ich auch sagen, wir simulieren jetzt fast den Rest der Saison, damit wir da schnell durchkommen. Ihr wollt alle in die erste Liga, ich auch. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann haben wir Union Berlin als nächstes. Das ist wieder ein Heimspiel, das können wir, glaube ich, aber auch getrost simulieren. Maybe lassen wir da aber mal vielleicht Günther auf links spielen, Harry Maguire nochmal in die Innenverteidigung, machen auch Marc Gnabry von Anfang an für Sterling, der mittlerweile eine 75 hat. Wir müssen auch gleich mal auf das Team-Dings gucken und dann simulieren wir das, wie gesagt, auch. Die sind, ich glaube, auch untere Tabellenhälfte in der zweiten Bundesliga. Das wird auch ein 2-1, Tovar und Sterling von der Bank. Schön. So, jetzt gehen wir aber mal auf die Mannschaft und schauen uns den Bericht an. Obwohl, naja, doch, machen wir jetzt. Wir haben zwar gerade schon gesehen, dass Sterling auf die 75 hoch ist, also unser zweiter Goldspieler nach Bittencourt müsste, glaube ich. Trotzdem gucken wir da mal rein. Karius leider nicht weiter hoch. Mitchell Weiser die 74. Jetzt hat das auch wieder funktioniert mit den Ausrufezeichen. Also Rabiot auf eine 73. Falcinelli 74. Bittencourt 76. Der Mann ist 9 Millionen wert. Also unser wertvollster Spieler Raheem Sterling auf die 75, wie gesagt. Tovar 71. Günther 72. Und hier unten ist sonst keiner mehr. Wie viel ist der Falcinelli wert? 6,5, weil der erst 19 ist. Bittencourt ist 20. Das ist crazy mittlerweile, was wir für Marktwerte angehäuft haben. Das ist so nice. Kann natürlich sein, dass wir dann nächstes Jahr vielleicht mal einen von denen verkaufen werden müssen. Vielleicht halt Falcinelli oder auch diesen, wie hieß der andere, Alof oder so. Weil ich mir einfach denke, so ey, das sind halt Nameless-Spieler. Warum sollten wir die nicht einfach weghauen, dafür uns irgendwelche geilen Leute kaufen? Wir haben noch eine Wintertransferphase, da könnten wir das theoretisch auch machen, aber wir sind halt noch zweite Liga. Dann der Jan als nächstes, das ist auch kein Ding. Da werden wir auch wieder ein bisschen rotieren. Und dann Lukaku wieder rein und nehmen vielleicht mal Rüdiger eine Runde raus. Vorne nochmal Marvin Duxch. Goretzka auch nochmal spielen lassen anstatt Falcinelli. Gnabry nochmal raus für Kostic. Mittlerweile haben wir uns schon auch an der Tabellenspitze ein kleines Polster von 4 Punkten aufgebaut. Das ist nice. Wir sind auswärts unterwegs. Könnte mal wieder kein Sieg sein, aber ich glaube, wir sind in so guter Form. Wir verlieren. 2-1.
Sterling macht sein Türchen gegen Regensburg auf der 14 oder so. Lukaku hat sich eine rote abgeholt. Vielleicht lag es auch daran oder war es die fünfte gelbe. Ja, da war rot. Jetzt kommt es darauf an, was Fürth macht, weil Fürth ist Zweiter. Fürth gewinnt. Die sind bis auf einen Punkt jetzt wieder an uns ran und das nächste Spiel geht auch gegen Fürth. Das wird dann auf jeden Fall selber gespielt. Es ist crazy, wie eng das oben ist, ne? Wir haben nur gewonnen die ganze Zeit. Guckt euch mal an. Na, jetzt ist natürlich hier wieder der Fußballverband Paraguay, der uns als Trainer will. Guckt euch das mal da oben an. Das ist geisteskrank, wie eng das ist, ne? Die setzen sich da echt ab. Das heißt, das Spiel gegen Fürth wird jetzt sehr, sehr wichtig werden. Und ich würde auch sagen, da gehen wir rein. Wir müssen natürlich Lukaku rausnehmen. Der ist rot gesperrt. Dafür spielt dann Günther. Ich glaube, ich spiele vorne mit Gnabry und Sterling und Füllkrug. Können auch nochmal diesen Allet spielen lassen. Probieren wir das nochmal. Und Falcinelli hat es eigentlich auch immer sehr gut gemacht, wenn ich mit ihm gespielt habe. Deswegen bringen wir ihn nochmal rein. Und dann ist das die 11. Auf geht's, würde ich sagen. Wie gesagt, es ist natürlich ein Problem, wenn man jetzt wieder länger nicht gespielt hat und dann reingeworfen wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt nicht so doll wird. Aber unentschieden ist bestimmt drin, oder? Ich glaube, ja. Oh Leute, auf geht's. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich gebe mir Mühe. Das ist schon mal, es geht schon wieder gut los, ne? Aber Karius ist da. Schön. Schön durchgesteckt. Oh, super gemacht. Super gemacht. Und der muss eigentlich rein von Niki. Ja, die Ecke gibt es nicht. Aber das war direkt die erste richtig gute Chance auf unserer Seite. Schade. Oh, schöner Ball. Auf Niklas. Oh, gut gesehen, dass da in der Mitte viel Platz war. Und Sterling eingelaufen war. Aber er kommt nicht an. Er kommt nicht an. Schön geblockt. Ein Foul und Karius kann den aufnehmen. Super Ball. Die Mitnahme von Allet ist aber nicht gut genug. Da hätte man auf jeden Fall was draus machen müssen eigentlich. Aber die Mitnahme halt, ne? Das alte Lied. Falcinelli. Elfmeter. Let's go. Wichtiger Elfmeter. Schöner Shotfake. Edgar Pripp. Fülle. Geht nach links. Der ist super platziert, 1-0, Niklas Füllkrug. Die Elfmeter macht er halt rein, ne? Schöner Vorwärtsrolle. Super easy reingestartet. Let's go. Manchmal halt brauchst du diese Boxöffner. Und wir sehen es auch an diesen langen Bällen nach vorne ins Nirvana, ne? Also, Fürth ist ein bisschen nervös. Schöner Ball in die Spitze. Aber wir sind da. Super verteidigt von Maguire und Günther im Zusammenspiel. Stimmt, Günther mal in der Startelf, ne? Das ist gut gesehen, aber Grün kann den easy abfangen. Gnabry in der Luft hat auch nicht so der Beste. Wir haben aber sehr viel mehr Ballbesitz, 62%, das ist gut. Easy. Wir führen zur Halbzeit sehr, sehr gut. Selbst wenn wir hier unentschieden spielen, ist es in Ordnung. Dann würden wir trotzdem Tabellenführer wahrscheinlich bleiben. Sehr, sehr gute Leistung ist jetzt gegen Fürth. Ey. Ich hatte doch zu Unrecht Angst. Zumindest, Pripp wird auch ausgewechselt. Nach dem Fehler, den er da beim Elfer verursacht hatte. Oh, schön gemacht. Niki! Wie ist der nicht drin? Wie ist dieser Ball nicht drin? Oh Mann. Schön gesehen. Aber Falcinelli kommt nicht durch. Jetzt gibt es vielleicht die Kontermöglichkeit. Die ist sehr, sehr gut. Die ist sehr gut. Und die ist... Oh, ich dachte, der wäre drin. Oh, die erste Chance von Fürth. Und die ist direkt fast drin. Ne? Ich glaube, wir wechseln mal. 72. ist eigentlich eine gute... Zeitmarke. Nehmen wir Gnabry runter und bringen Thauvin. Wir bringen auch mal Duxch und bieten Kurt auf der 10 für Allet, der nicht so viel gerissen hat, wenn man ehrlich ist. Freistoß auf außen. Oh, gute Position. Flanke rein. Klären wir. Ist aus der zweiten Reihe. Da ist keiner. Aber wir sind da. Sterling. Der könnte jetzt den Konter einleiten. Sterling gegen Sarara. Sterling ist natürlich schneller. Gute Flanke, die rutscht durch. Und da ist der Fehler. Aber auch der Fehler von mir, schade. Gehen wir auf defensiv, wie gesagt, unentschieden zementieren. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Kriegt er den noch? Den kriegt er nicht. 10 Minuten müssen wir noch durchhalten, aber das sollte eigentlich klar gehen. Schöner Ball in den Lauf von Leo Bittencourt.
Schön, nein, doch nicht dahin. Der sollte nach unten. Oh Mann, Leo, den musst du natürlich besser spielen. Das wäre das 2-0 gewesen, aber sowas von. Oh, stattdessen hängen wir hier weiter mit dem 1-0 rum. Steh doch auf. Warum steht er nicht auf? Holen den Keeper raus. Der kommt an. Der kommt nicht an. Oh mein Gott, das hätte durchaus auch Elfmeter sein können. Nein, das ist ein schlechter Ball. Das sehe ich doch vorher, dass der nicht ankommen kann. Den habe ich aber. Schön. Super Pass. Kein Abseits. Foul? Nee, Abseits doch. 90. läuft. Schiri, bitte pfeife einfach ab. Das ist super wichtig für uns hier, den Dreier mitzunehmen. Auch wenn es mal wieder nur der Elfmeter war. Guter Kopfball. Drängen sie zurück. Schiri pfeift doch ab. Den haben wir. Alter, wie lang ist die Nachspielzeit? Let's go. Wir gewinnen 1-0 gegen Fürth. Stark. Sehr, sehr schön gemacht. Und am 24. Dezember ist das nächste Pokalspiel. Okay, sehr interessant, dass an Weihnachten einfach gespielt wird. I guess. Wir müssen gegen Mainz 05 ran, außer Bundesliga, glaube ich, ne? Weil die sind nicht oben unterwegs. Ich würde auch sagen, da gehen wir einfach auch rein. Das ist auch ein wichtiges Spiel natürlich. Wir können da das Weiterkommen sichern. Gehen auf Partie spielen, rotieren eventuell vielleicht ein bisschen durch. Dux schon mal von Anfang an. Vielleicht mal mit Tovin für Sterling. Obwohl Sterling war in-game schon ganz geil. Aber Elliot nehmen wir wieder raus für Bittencourt. Rabiot mal wieder rein für Falcinelli. Und Günther kann auch wieder raus für den ehemals gesperrten Lukaku. Dann gehen wir rein, würde ich sagen. Gnabry wieder mal in der Startelf. Wen hat Mainz denn so? Christian Vettlo, Choupo-Moting, Andreas Iwanschitz, Baumgartlinger, Stefan Bell. Crazy. Crazy, 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 wer da alles am Start ist. Auf geht's. Zum ersten Mal gegen ein Bundesliga-Team in dieser Saison, soweit ich weiß. Ich glaube, das erste Pokalspiel war gegen ein weiteres Zweitliga-Team. Müssen wir mal schauen, ob wir da gegen ankommen können. Weiser, das ist niemals Elfmeter. Ich habe nicht mal Kreis gedrückt. Also Schiri, Iwanschitz gegen Karius. Komm, Andreas. Rechts, das sehe ich doch. Ah. Oh, der ist an den Pfosten. Let's go. Schön. Goretzka aufs Tor. Viel zu weit, Leon. Wir sind zu viel in der Muckibude gewesen. Oh, erster Abschluss. Aber vorher abseits beim Rebound. Schlecht. Direkt nach dem Einwurf den Ball verloren. Aber Lukaku hat aufgepasst, beziehungsweise ich habe aufgepasst, dass ich da gut mitgelaufen bin. Das ist wirklich wichtig, dass man da nicht irgendwie zu aggressiv drauf geht. Schön gemacht. Gute Drehung da. Das war eher so ein Zufallsprodukt. Leo Bittencourt bringt uns 1-0 in Front. Schön. Ich glaube, Sterling war es, der da eigentlich den Ball in der Mitte fast schon vertändelt hatte hier. Ist den dann aber wieder. Nee, Gnabry ist es, ne? Oder? Nee, Gnabry ist rechts außen. Das ist dann Sterling. Schön. Schön, schön, schön. Immer aus der zweiten Reihe. Ja, gut, der war aber relativ unplatziert von Leon Goretzka. Der sich auch noch die gelbe Karte abholt. Nee, Bittencourt kriegt die gelbe. Okay. Schön gemacht. Mit aller Ruhe. Wer war das? War das Harry? Nee, es war Günther. Gnabry setzt sich da gut durch. Immer noch Gnabry. Immer noch Gnabry. Und die Vorlage für den Abschluss. Gut gerettet. Wir sind da. Powerplay. Das ergibt sich irgendwie gerade keine Möglichkeit. Rabiot, und der ist auch wieder geblockt. Boah, was ein Pass. Keine Abseits. Gott sei Dank ist der vorbei, kurz vor der Pause von Baumgartlinger. Der war richtig stark, der Pass. Schön Stop and Go. Gnabry. Gnabry und der dribbelt sich ins Aus. Schade. 1-0 zur Pause. Der Ball. Geht sogar an. Das ist ein Foul. Ich weiß nicht, wie viel so uns so ein Freistoß von hier bringt. Probieren es einfach trotzdem mal mit der Flanke. Die ist ein bisschen weit. Schön.
schön Bittencourt. Bittencourt durch alle durch. Let's go, Leo. 2-0. Junge, Stompy. Jetzt gab es schon den Wadi-Jubel. Ist doch der Wadi-Jubel, oder? Schön gemacht durch die Beine und dann super platziert mit Kreis, wie ihr es in die Kommentare geschrieben habt. Schon Kommentare. Wie gesagt, ich war krank. Ich hatte super viel zu tun. Ich habe jetzt nicht so viele Kommentare von euch gelesen. Ich werde das jetzt aber ab dieser Folge hoffentlich nachholen. Das heißt, falls ihr irgendwie was Wichtiges geschrieben habt in den letzten Folgen, gerne nochmal drunter schreiben. So ist es nicht. Ich lese das schon noch, aber das ist teilweise echt schwer, da die Zeit für zu finden. Super Ball auf Marvin Ducksch, der da irgendwie eigentlich vorbei war und sich trotzdem noch den Schneid abkaufen lässt. Naja, boah, schöner Ball, Lukaku. Super, hinten ist alles frei, aber super gelöst im Zusammenspiel. Da liegt jemand verletzt auf dem Boden. Das ist tatsächlich Günther. Oh, schöner Steckpass auf ED. Oh, gute Bewegung und das alles frei. Alles frei. Choupo-Moting-Anschluss. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir wechseln auch mal direkt. Nehmen mal Sterling raus für Tovin. Günther hat kein Dings bei sich. Kein Kreuz, das irgendwie verletzt ist. Dann machen wir nochmal Falcinelli für Bittencourt und Goretzka auf die 10. Ja, komm. Leon auf die 10. Oder nee, Allet auf die 10, komm. Den wollen wir früher oder später verkaufen. Vielleicht geht er ja noch mal hoch, wenn er jetzt ein bisschen mehr spielt. Müssen aber gucken, was wir dann im Winter machen können, weil ich glaube, viel Geld haben wir ja nicht. Wir müssten auf jeden Fall dann einen verkaufen. Und wir wissen das ja, wie das ist, wenn man in der zweiten Liga ist, da... Ich möchte in prestigeträchtigen Ligen spielen, dann ist das schwer, da die Leute hin zu lotsen. Ja, Falcinelli. Die Mitnahme ist nicht gut, aber er wartet noch mal. Legt eigentlich noch mal super rüber. Oh, Falcinelli, schön vorbei. Der hat echt gutes Dribbling, der Junge, ne? Der kommt da irgendwie immer an seinen Gegnern vorbei. Oh, oh, an den Pfosten. Weg mit dem Ball. Eine Bewegung und wir sind komplett ausgehebelt. Das ist schon crazy. Ducksch auf Gnabry. Wieder die Ballrolle und wieder kommt Gnabry vorbei. Aber er setzt den Körper nicht richtig ein. Komm, in die Mitte. Nein, er kommt nicht mehr dran. Dass zwei Tore halt gegen den Bundesligisten nicht reichen, ne? Klassiker. 85. Wir gehen mal auf Defensiv. Vielleicht auch schon früher machen sollen. Oh, mit Hackespitzchen 1, 2, 3, ne? Schön. Aber wir sind da. Gut gemacht. Lukaku. Schön gespielt. Was ist das für eine Ballmitnahme von dir, Tova? Rabiot kommt nicht mehr hinter Müller her. Da ist viel zu viel Platz. Nein, nein, nein. Und da haben wir richtig Glück. Oh, wir sind auch im DFB-Pokal weiter. Sehr, sehr schön gemacht. Doppelpack, Leo Bittencourt. Choupo-Motings Tor reicht tatsächlich nicht. Junge, 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 Junge. Alter, das war wieder eine Zitterpartie. Ist ja geisteskrank. Bayern gewinnt gegen Hoffenheim, Gladbach weiter, Hamburg weiter, Köln raus. Ist auch crazy. Mittlerweile sind wir auch dann im Viertelfinale angekommen. Unser nächster Gegner ist dann Hannover 96. Das ist jetzt auch nicht so schwierig. Obwohl, die haben 3-0 Köln rausgehauen. Ihr seht es auch gar nicht hier oben, ne? Da ist Hannover. Ihr Preisgeld 125.000. Das ist natürlich ganz nice. Und dann sollten wir, glaube ich, auch durch sein für den Dezember. Heißt, wir können uns im Januar mal wieder ein Team-Update anschauen. Und natürlich theoretisch auch wieder Transfers realisieren. Müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen, ob wir noch Geld haben. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das schauen wir gleich mal nach. Aalen und Sandhausen einfach 3 Punkte. Das ist ja auch crazy. Wichtige Infos zum Transfermarkt. Bla, bla, bla. Klassiker. So, Teambericht geht nochmal hoch, Leute. Karius. Nee, warum ist da ein Ausrufezeichen? Aber er ist doch gar nicht hochgegangen, oder? Oder hatte er nur eine 70? Kann sein, dass er nur eine 70 hat, aber ich meine, er hatte schon die 71, dachte ich. Harry Maguire, der hatte auf jeden Fall nur die 70. Danny Allett auf eine 70 nochmal hoch. Das ist nice. Bittencourt auf eine 77 wegen seinem Doppelpack wahrscheinlich. Crazy, Alter. Rüdiger 73, Ducksch 71. Alter, Leute, unsere... Hier könnt ihr mal wieder die Werte von den Leuten auch sehen. Das ist crazy. Was hat denn jetzt so ein Bittencourt für Werte? 94 Beschleunigung, 95 Beweglichkeit, also physisch ist der geisteskrank unterwegs. Was hat denn eigentlich hier so unser Stürmer für einen Abschluss? Ducksch hat 74 Abschluss und wie viel hat Niki? Niki hat 76 Abschluss. Aber auch mittlerweile ganz gute Tempowerte, der Junge, ey.
Stabil. Die Frage ist jetzt, wie viel Geld wir noch haben. Ja, Budgetzuweisung. Wir haben kein Gehaltsbudget mehr. Viel ist da nicht zu machen. Haben wir denn noch wen auf der Wunschliste, den wir jetzt für kleines Geld holen könnten? Wir könnten natürlich jemanden wie Falcinelli versuchen zu verkaufen und dann jemanden wie, weiß ich nicht, Heung-Min Son oder so holen. Das wäre schon cool. In der Costa immer noch ausgeliehen. Carvajal. Ich glaube, das Beste ist, dass wir einfach durch die Saison durchgehen, weil wir nächstes Jahr viel easier auch gute Spieler kaufen können und dass wir jetzt im Winter keine Transfers mehr machen. So leid mir das auch tut, aber ich finde, wir haben ein super Team eigentlich zusammen. Vielleicht kommt ja irgendein krasses Angebot rein, das sehen wir ja dann nochmal, aber ich glaube, es ist das Beste, wenn wir einfach jetzt durch den Rest der Saison durchsimulieren, schauen, wie weit wir im DFB-Pokal kommen, weil aufsteigen, das sollten wir eigentlich relativ safe machen, auch wenn es immer noch crazy eng oben ist. Durch diesen Sieg gegen Fürth haben wir uns da auf jeden Fall einiges Gutes rausgespielt. Spiel noch allerdings gegen Duisburg. Das wird auch nochmal selber gespielt, das ist glaube ich auswärts und es geht gegen den Tabellenfünften. Koray Günther möchte mehr Gehalt. Ich weiß gar nicht, ob wir ihm überhaupt noch mehr Gehalt bieten können. Wie viel mehr Gehalt will der denn? Geben wir ihm mal 6.000, das ist anderthalb mal so viel, wie er gerade verdient. Weiß ich jetzt nicht, ob er da Bock hat, das anzunehmen. Koray Günther auf die Transferliste. Digga, ich hab dir doch neues Gehalt angeboten. Ich meine, wenn er hat noch 3,5 Jahre Vertrag, ne? Wenn er jetzt halt noch weiter hochgeht und dann in 1-2 Jahren geht, weil er nicht mehr beim Verein spielen will, weil ich kann mir gut vorstellen, dass man da jetzt nicht wieder rauskommt, so wie ich FIFA kenne. Dann ist das halt so, Günther auf die Transferliste gesetzt, bla bla bla, Valencia will Lewandowski verpflichten, okay, I guess. Und dann ist auch das Spiel gegen Duisburg vor der Haustür. Ich würde sagen, wir gehen da mal rein. Fürth hat natürlich ihr Spiel gewonnen, das ist krank, ne, wie die am Start sind. Also diese Niederlage gegen Jahn Regensburg hat schon wehgetan. Gehen wir rein gegen Duisburg, das müssen wir auch wieder gewinnen. Es ist crazy, ne, wie gut es eigentlich läuft und wie nah trotzdem die Leute hinter uns sind. Ich will halt, dass Gnabry noch aufschließt, ne, deswegen musste eigentlich so viel wie möglich spielen. Nehmen wir mal Falcinelli raus für Rabiot, Bittencourt für Alets und ja, eine 77, das ist krank, ne, ist krank. Günther nochmal raus für Rüdiger. So Leute, auf geht's, auch wenn es schon eine sehr erfolgreiche Folge war, will ich ihn natürlich abrunden auf einer hohen Note und nicht, oh, es geht schon los oben mit den Toren. Schöner Ballgewinn. Wir brauchen den Sieg. Schöner Ball. Abschluss. Durch die Beine. Ich glaube, es ist auch besser, wenn man auch aus Spitzenwinkeln einfach mal drauf hält, weil ab und zu gehen die halt wie gerade auch durch die Beine des Verteidigers und dann hat man trotzdem die Möglichkeit, da ein Tor zu erzielen. Schlechter Ball, Jungs. Niki, nein, ist vorbei. Oh, wir haben noch über seinen Abschluss eben geredet. Das war eine Riesenchance, eigentlich eine 100%ige. Die muss Niki reinmachen. Oh, immer diese Bewegungen, aber da ist Karius hoffentlich schön. Diese schnellen Bewegungen, damit komme ich nicht klar. Manchmal Schiri? Was soll das? Junge, spielst du hier für die Duisburger mit, oder was? Niki, Elfmeter. Freistoß. Boah, ich weiß nicht, Sterling, soll ich den über die Mauer machen oder soll ich den einfach hier, weil da steht halt niemand. Oh, über die Mauer. Warum war der jetzt so flach? Also letztes Mal habe ich ganz kurz gedrückt und der ist wirklich in die Wolken geflogen. Aber das ist kein Ding. Wir sind wieder die aktivere Mannschaft. Schön, da ist viel Platz. Sterling, let's go. Ne, Gnabry was. Mann, ich verwechsel die immer. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, die haben 13 und 14 auf dem Rücken stehen. Ich weiß nur nie, wer. Egal, Leute. Super schön gemacht. Serge Gnabry mit seinem ersten Tor gefühlt, möchte ich sagen. Rüdiger schön abgelaufen. Ich weiß es aber gerade gar nicht. Langer Ball auf Niki. Der ja mittlerweile auch ein bisschen Pace hat. Legt nochmal rüber. Legen wir nochmal rüber. Keine Abseits. Doch Abseits. Ah. Hätte ich, glaube ich, selber direkt schießen sollen. Gut mit der Ecke. Die landet bei Rüdiger. Sterling aus dem Hinterraum. Gnabry. Serge Gnabry. Schade. Wann kommt der Punkt, wo wir mit A1-Schüssen anfangen können? Ich glaube, jetzt noch nicht. Rabiot, hä? Aus der zweiten Reihe. Da habe ich immer noch nicht raus, wie fest ich drücken muss. Die ging gefühlt immer drüber. Oder sind halt so richtige Kullerbälle. Oh, das war eine schlechte Grätsche. Aber Weiser ist da. Köpft den easy zurück zu Karius. Ich glaube, dass der halt auch so viel zu Null spielt. Legt halt auch seinem Rating echt ganz gut bei.
Schön gespielt. Ah, das ist nicht gut. Das ist kein guter Ballverlust. Welcher Ballverlust ist schon gut? 1-1. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Och, come on. Wir haben die ganze Zeit das Spiel unter Kontrolle gehabt. Die ganze Zeit. Ah, es gibt's nicht. Es gibt es nicht. Gnabry raus. Ich meine, unentschieden ist auch nicht schlimm. Bringen vorne nochmal frische Leute und bringen nochmal Falcinelli. Goretzka. Aber das ist jetzt die allererste Chance für Duisburg gewesen. Die allererste. Es kann nicht sein. Wirklich nicht. Ah, ist wirklich crazy. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das hier nicht noch verlieren. Sterling über außen. Was ist das für eine Annahme, mein Sohn, ey? Junge, Junge. Schön, Bittencourt, mach es rein. Nein, Leo. Mach ihn doch rein. Boah, es ist auch wieder, wie der Ball hier abgefälscht. Das ist so lucky. Jetzt kommt Duisburg natürlich nochmal, ne? Klassiker. 90 plus 1. Das gibt's nicht. Wir sind da. Nicht ins Ausrennen. Schöner Pass. Schiri pfeift natürlich ab in unserem Angriff. Ey, es ist im Endeffekt, es ist in Ordnung. Der Einzige, der uns in dieser Folge hier schlagen konnte, war der Jan. Aber wir müssen das eigentlich gewinnen. Also Duisburg hat wirklich nichts nach vorne gemacht, außer diese eine einzige Chance. Christian Günther, Vertragsangebot abgelehnt. Der ist enttäuscht, aber weiterhin verhandlungsbereit. Wir hatten ihm, glaube ich, 7.000 geboten. Ne, 6 hatten wir ihm geboten. Ne? Dann probieren wir das gerade nochmal. Ich habe auch eben dem falschen Günther das Transferangebot gemacht, sehe ich gerade. Möchte 9.000. Ja, die kann er ruhig haben. Er ist ja auch ein super Spieler. Und dann das Spiel gegen Erzgebirge machen wir dann in der nächsten Folge. Bundesliga-Torjäger, da sind wir auch gar nicht vertreten irgendwie, ne? Transferangebot für Danny Allett, der möchte unbedingt gehen. Vom FC Bayern. Eieiei. Wenn wir nochmal 3,6 Millionen bekommen. Aber ich glaube, wir sollten es trotzdem ablehnen. Wir behalten ihn lieber noch eine halbe Saison und dann geht er für 6, 7 Millionen oder so, wenn er nochmal ein bisschen hochgeht. Wir lassen ihn da regelmäßig auch spielen. Also ich glaube, das ist der bessere Call. Aber scheint so, als würde sich Günther mit der Vertragsverlängerungsnews noch ein bisschen Zeit lassen. Deswegen würde ich sagen, nee, abgelehnt. Ein Budget für Verlängerung. Budgetzuweisung? Wir haben doch das Budget. Ach so, vielleicht so, weil wir ihm das nicht geben können? Vielleicht, weil wir nicht genug Budget hatten für den Torbonus oder so. Die Unterschriftsprämie, die 20.000 hatten wir nicht. Ah, okay. So, dann soll das jetzt aber passen, oder? Das sehen wir natürlich jetzt nicht mehr vor dem Spiel gegen Erzgebirge Aue. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Lasst gerne einen Daumen da, falls es euch gefallen hat. Und ja, habt euch ganz doll lieb. Bis dahin. Ciao, ciao.